Wenn du neu auf YouTube gehen möchtest, deinen eigenen Kanal erstellen, dann hast du vielleicht Fragen wie, was brauche ich für eine Kamera, wie nehme ich meinen Ton auf, wie beleuchte ich mein Setup? Und in allen drei Kategorien habe ich gute Tipps für dich. Aber es wird dich vielleicht überraschen zu erfahren, dass das Thema Kamera das unwichtigste von allen ist. Warum das? Licht und vor allem Ton sind viel wichtiger. Und eine Kamera hast du schon. Ich nehme an, du hast ein Handy. Und Handys haben Kameras. Die sind, wenn du dein Setup gut beleuchtest, gar nicht mal so schlecht. Ich meine, wenn du die Sensorgrößen vergleichst, hier hast du die Sensorgröße eines iPhone und hier hast du eine Vollformat-Sensorgröße, das der Sensor, der mich jetzt gerade filmt in meiner Lumix-Kamera, dann muss man schon sagen, Größe macht was. Auf einem größeren Sensor kannst du nicht nur mehr Pixel unterbringen, sondern auch größere Pixel. Und größere Pixel sind lichtempfindlicher, also können Unterschiede in Helligkeit und in Farbe viel deutlicher aufnehmen und aufzeichnen. Sprechen wir über Thema Licht. Im Moment sieht mein Setup so aus. Das heißt, meine Lichtquelle ist ein großes Fenster, etwa 2 auf 2 Meter. Und wenn du das hast, hast du eine super Lichtquelle. Du solltest dich mit dem Gesicht zum Licht setzen, nur einfach, dass das mal gesagt ist, nicht mit dem Rücken, dann können die Leute zwar aus dem Fenster schauen und das kann sehr schön sein, aber dein Gesicht ist dann einfach im Dunkeln. Und du solltest eben dich nicht unter ein Dachfenster setzen, weil wenn das Licht von oben kommt, dann hast du hier mega die Schatten unter den Augen und unter der Nase und unterm Kinn und das sieht nicht so schön aus. Wenn du jetzt Tageslicht unabhängig filmen möchtest, dann brauchst du Leuchten. Im optimalen Falle sollten die ähnlich groß sein wie ein Fenster. Das ist schwierig, weil das ist teuer und das muss man ja auch irgendwo hinstellen. Deshalb empfehle ich LED-Panels. Das hier ist so eins. So ein LED-Panel ist relativ dünn, hat vorne eine weiße Fläche, hinten Anschlüsse für einen Akku. Das heißt, du kannst dann auch, was weiß ich, draußen am Lagerfeuer oder so ein Video aufnehmen und eben Regler für Helligkeit und Farbtemperatur. Und wenn du zwei von diesen Teilen hast und die dorthin stellst, wo das Fenster jetzt ist, also eins rechts von dir, eins links von dir, dann kannst du eine ähnlich gute und gleichmäßige Ausleuchtung erreichen wie mit einem Fenster. Dieses hier von Godox, Godox ist eine Firma, die ich auch schon eine Weile benutze, hat ein Stativ mit einem Anschluss, sodass du das Stativ an deinem Schreibtisch befestigen kannst. Das hat mega Vorteile. Du kannst es immer noch in der Höhe und natürlich auch rechts und links verschieben. In der Tiefe nicht mehr, weil es eben am Schreibtisch fest ist, aber es braucht auch weiter keinen Platz. Von der Helligkeit und von der Farbtemperatur sind Godox-Leuchten absolut ausreichend. Kannst du für viele, viele Jahre super Videos mitmachen. Wenn du etwas flexibler sein willst und nicht unbedingt ein Aufnahmesetup immer ready to go halten willst, dann kannst du dir dieses Set anschauen. Da hast du halt Tragetaschen und Stative dabei. Die Stative müssen irgendwo stehen, das heißt, da brauchst du Platz für, nur dass du das berücksichtigst. Und wenn du jetzt deine Handykamera benutzt und dir gutes Licht kaufst, sind wir immer noch bei unter 300 Euro für ein sehr gutes Starter-Setup zum Thema Licht. Und du hast es bestimmt schon gesehen, dass bei vielen YouTubern nicht nur ihr Gesicht gut ausgeleuchtet ist, sondern auch der Hintergrund. Wenn dir das gefällt, könntest du zum Beispiel eine Lampe mit einer warmen Farbtemperatur in dein Bild stellen. Das sieht dann zum Beispiel so aus. Das gibt dann dem Bild noch ein bisschen mehr Tiefe und ist vielleicht einfach schöner, angenehmer, interessanter. Jetzt kommt das meiner Meinung nach wichtigste Thema, nämlich Thema Ton. Ich weiß, du willst noch Kameraempfehlungen haben, die kommen am Schluss. Thema Ton. Warum nimmt man nicht einfach das interne Mikrofon eines Handys oder einer Kamera? Ich zeig's dir. Jetzt schalte ich um auf das interne Mikrofon meiner Lumix-Kamera. Die sind nicht schlecht, die internen Mikrofone, aber für den Zweck einfach nicht geeignet. Das Mikrofon ist nämlich nicht da, wo es sein sollte, bei der Schallquelle oder nahe der Schallquelle, und die ist mein Mund,
sondern da hinten bei der Kamera. Das heißt, das Mikrofon nimmt auch den Raumhall auf und auch Nebengeräusche sind viel, viel lauter, als wenn das Mikrofon nah an meinem Mund ist. Zu diesem Setup sage ich gleich noch was. Jetzt schlage ich dir erstmal eine Mikrofonkategorie vor, die klein ist, leicht und günstig. Und das ist die Kategorie der Lavalier-Mikrofone. Das hier ist ein Lavalier-Mikrofon. Kennst du bestimmt. Die sind super klein. Du kannst sie mit einer Klemme an deinem T-Shirt befestigen, am Hemdkragen, Bluse. Du kannst sie auch direkt auf die Haut kleben, unter dein Shirt, wenn du gar nicht willst, dass man das Teil sieht. Die sind so gebaut, dass selbst wenn sie hier an einem Hemdkragen sind, also man ja nicht direkt reinspricht, dass sie trotzdem gut klingen. Und sie haben einen weiteren Vorteil. Du kannst sie nämlich entweder mit einem 3,5 mm Klinkenstecker oder auch mit einem USB-C-Anschluss direkt mit deinem iPhone oder Handy oder mit der Kamera verbinden. Das heißt, die Tonspur landet direkt mit der Videospur auf deiner Speicherkarte oder im Arbeitsspeicher. Das heißt, du brauchst das nicht nachträglich synchronisieren. Das hier ist jetzt ein Mikrofon von Rode. Ich verlinke dir mal ein paar Beispiele und kannst du dir gerne anschauen. Es gibt auch die Möglichkeit, mit Funkmikrofon in die Kamera zu gehen. Du hast dann ein kleines Kästle mit Mikrofon drin, was du dir eben auch irgendwo hinklippen kannst. Hat den Vorteil, du bist flexibler, du kannst dich also auch im Raum bewegen. Hat den Nachteil, dass du das Teil im Blick behalten musst in puncto Akku. Das heißt, bevor du drehst, musst du den Akku neu aufladen von dem Mikrofon, also von dem Sender und von dem Empfänger an der Kamera. Ich verlinke dir mal zwei Beispiele, die ich auch schon getestet habe. Das heißt, die funktionieren, musst du dir überlegen, ob sie das wert ist. Wenn du ein Technik-Nerd bist und sagst, du willst All-In gehen, dann kaufst du dir ein dezidiertes Mikrofon und einen Recorder. Das ist zum Beispiel das Shure CCM4.1, eine Superniere. Das ist das Mikrofon, mit dem der Dialogton von dem letzten James-Bond-Film aufgenommen wurde. Also nicht genau mit diesem, sondern mit einem Mikrofon dieser Bauart. Und es kann so schlecht also nicht sein. Ist allerdings relativ teuer und für Leute mit schon nicht ganz einsteigerhaften Ansprüchen empfehle ich das SE7 oder SE8 von SE Electronics. Verlinke ich dir in der Videobeschreibung, kannst du dir gerne mal anschauen. Und dann kannst du einen Recorder nehmen, wie zum Beispiel den Zoom F3. Da können zwei Mikrofone rein, also Dialog oder Podcast mit zwei Personen, easy going. Du kannst dann entweder intern auf die Speicherkarte von deinem Recorder aufnehmen oder direkt in deinen Computer. Ist ein bisschen mehr Arbeit, weil du hinterher eben synchronisieren musst, aber von der Qualität eben auch nicht ganz zu vernachlässigen. Was ich immer mal wieder gesehen habe, ist, dass Leute mit so Apple-Ohrhörern aufnehmen. Die haben ja auch ein Mikrofon hier drin. Das klingt nicht schlecht. Ich finde es aber nicht cool. Ich finde nicht, dass das gut aussieht, wenn man dann hier sitzt mit so einem Gedöngel dann da dran, um den Ton aufzunehmen. Also, kauf dir lieber ein gescheites Lavalier-Mikrofon. Klingt auf jeden Fall mindestens genauso gut und sieht besser aus. So, jetzt endlich zu den Kameraempfehlungen. Wenn du nur solche Videos machen willst, wie dieses hier, wo du in die Kamera sprichst, dann brauchst du nur eine Kamera, die gutes Bildmaterial in 4K aufnehmen kann. Ja? 4K heißt ja nichts anderes als 4000 Pixel in der langen Seite und 3000 in der kurzen. Und 3x4 gibt 12. Das heißt, eine 12-Megapixel-Kamera würde völlig ausreichen. Eine solche wäre zum Beispiel eine gebrauchte Lumix GH5S. Das S ist wichtig, es gibt auch eine GH5, die meine ich nicht, ich meine die GH5S. Die hat das. Und mit der Kamera bist du auch, wenn du sie im Jahre 2024 gebraucht kaufst, auf Jahre hin safe und happy. Ich habe sie selber lange Zeit benutzt und das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Gerät. Dazu kaufst du dir ein gutes Objektiv wie das Leica 12-60 mm.
verlinke ich dir auch in der Videobeschreibung. Und wenn dann die Videos schlecht werden, liegt es nicht an der Kamera. Wenn du mehr machst als nur YouTube-Videos, wenn du zum Beispiel Instagram bestückst oder Facebook und dann nicht nur Videos brauchst, sondern auch Fotos und du möglicherweise auch einen schnellen Durchsatz hast, das heißt, du bist irgendwo on location, filmst und fotografierst und willst sofort uploaden und nicht erst die Speicherkarte auf dem Computer laden, bearbeiten und so weiter, dann schau dir die Lumix S9 an. Die hat eine wunderbare App-Integration. Das heißt, du filmst, streamst die Videos aus der Kamera auf dein Handy in die Lumix Lab App, kannst sie dort bearbeiten und dann exportieren. Und dann hast du sie auf zum Beispiel in der Foto-App beim iPhone oder in der entsprechenden App auf anderen Geräten und kannst sie von dort direkt auf Instagram posten. Bearbeitet und in guter Qualität. Keine Handy-Videos, richtig gutes Zeug. Achtung, wenn du die Lumix S9 gut findest, auch weil sie so klein und kompakt ist und trotzdem einen Vollformatsensor drin hat, dann musst du dir überlegen, ob du in 4K oder höher mehr als 15 Minuten aufnehmen können musst. Das kann die nämlich nicht, weil wenn du einen kleinen Kamerabody hast, dann hast du immer das Problem der Überhitzung. Und Lumix ist da sehr konservativ und sagt, bevor dir deine Videofiles kaputt gehen, machen wir ein Limit ein, 15 Minuten bist du safe und dann stoppst du und startest neu. Das ist alle Male besser, als dass dir Files verloren gehen. Oder nach 15 Minuten schaltet es automatisch ab, also da geht dir nichts verloren, wenn du da nicht selber auf Stopp schaltest. Wenn du länger aufnehmen willst, schau dir die Lumix S5 Mark II an. Ebenfalls ein Vollformatsensor. Und sowohl die S9 als auch die S5 Mark II haben einen super Autofokus. Also einschalten und gute Videos machen. Das ist so die Prämisse, die ich da habe. Und die S5 Mark II hat kein Recording Limit. Das heißt, du kannst aufnehmen, bis entweder die Speicherkarte voll oder der Akku eben leer ist. Du kannst in bis zu 6K aufnehmen und horizontal, vertikal für Instagram, für TikTok, für Reels schneiden, wie du willst. Das ist einfach fantastisch. Und jetzt würde mich interessieren, mit was hast du bisher deine Videos aufgenommen? Hat dich dieses Video inspiriert, in was Neues zu investieren? Und wenn ja, in was? Und was für Videos würdest du dir künftig wünschen? Jetzt bedanke ich mich fürs Zuschauen, für ein Like und sage bis zum nächsten Mal.